Hallo! In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Glasweißgeräte einrichten und mit dem Kit loslegen können. Alle Glasweißgeräte werden als eigenständige Geräte geliefert, sodass Sie sie bei der ersten Inbetriebnahme koppeln müssen. Für später merkt sich das System die Geräte und ihre Einrichtung. Nachdem Sie sich bei der Webanwendung angemeldet haben, finden Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms die Schaltfläche Gerätepanel. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um aufgefordert zu werden, den Control Hub mit Ihrem Computer zu verbinden. Verwenden Sie dazu einfach das mitgelieferte USB-Kabel. Bestätigen Sie die Verbindung, indem Sie auf die blaue Schaltfläche Zulassen klicken. Möglicherweise werden Sie dann von Ihrem Browser aufgefordert, eine Verbindung über einen seriellen Anschluss zuzulassen. Wählen Sie USB-Seriell und klicken Sie auf Verbinden. Nun müssen Sie die Classpads dem Kontrollhub zuordnen, den Sie gerade angeschlossen haben. Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen die Option Automatisch über die Ladestation zuweisen. Im ersten Schritt stellen wir sicher, dass sich alle Classpads, die Sie zuweisen möchten, in der Ladestation befinden. Falls nicht, setzen Sie sie in die nummerierten Steckplätze ein. Klicken Sie anschließend auf die blaue Schaltfläche Eingesetzt. Halten Sie dann, wie angewiesen, die Taste an der Unterseite der Ladestation drei Sekunden gedrückt. Die ClassPads werden jetzt mit dem System synchronisiert. Das war's. Alle verbundenen Geräte werden nun in der Geräteliste angezeigt und Sie können mit Ihrem Unterricht beginnen. Mit der Schaltfläche am oberen Rand des Bedienfelds können Sie zur Ansicht des Klassenbuchs wechseln. Um zu überprüfen, ob alle Schüler ihre Geräte einsatzbereit haben. Wenn Sie Classpads für Schüler entfernen, merkt sich jedes Gerät die Nummer des Steckplatzes, aus dem es entfernt wurde, und erzeugt ein eindeutiges Tastenmuster. Die Geräte sind also leichter zu identifizieren, wenn sie auf die Tische der Schüler gelegt werden. Am Ende des Unterrichts müssen Sie sich nicht mehr darum kümmern, die Classpads in dieselben Steckplätze zu setzen. Beim nächsten Mal werden die Nummern automatisch den ClassPads zugewiesen, um ihnen die Arbeit zu erleichtern. Vielen Dank für Ihre Zeit und kommen Sie bitte für weitere Videos wieder. Bis bald.